Also wir fahren jetzt hier durch das Wildgehege. Die Fahrt soll circa 20 Minuten dauern. Und ja, Moment, Sarah. Bis jetzt haben wir nur den weißen. Ne, zwei weiße Löwen waren das. Nein, das war Fina. Oder Mann. Papa. So, jetzt können wir hier aus näherer Umgebung die Löwen sehen. Jedes Auto darf hier stehen bleiben und Fotos machen. Und hier sind wieder zwei, die schlafen schön. Jetzt sagt meine gerade, sie will sich unterm Sitz verstecken. Sonst sehen sie sie. Okay, jetzt wissen wir Ja, es. so jetzt hier, so sieht man wunderbar. Wunderschöne Tiere sind das. Naja, süß. Und sobald du näher kommst, kriegst du hier einen Schreianfall. Sehr, sehr schön. Oh, guck mal. Oh ja, schön. Bleib da, wo du bist. Sind die Fenster auch zu? Ich will hier kein Festmahl werden. Boah, schön, richtig schöne Tiere. Die ist weich. Weich oder weißt? Ja, es sind helle Tiere. Richtig schön. Also ich liebe es mir auch immer so Dokumentationen anzugucken Jetzt guck mir über Giraffe. Löwen, Tiere, generell über den Tierbereich. Es gibt auch Giraffe. Giraffen gibt es hier, glaube ich, auch, ja. Giraffe ist. Hier liegen auch wieder zwei. Sehr, sehr schön. Kommt die schlafen. Es wackelt jetzt hier so. Ich will auch mal gucken. Ein weißer Tiger. Oh, sieht man jetzt nicht so, aber wenn wir hier die Runde drehen, sieht man den besser. Das wackelt jetzt. Oh, ganz schlechte Aufnahmen. Moment. Warte mal. Mann hat sich jetzt abgeschnallt und hat sich unter dem Sitz versteckt. Wo ist er denn? Ach, hier. Willst du nicht gucken, Sarah? Du brauchst keine Angst zu haben. Die Tür ist zu. Oh, da ist aber jemand müde. Also ich bin immer wieder fasziniert von diesen Tieren, wirklich. Da drin ist auch einer. Warte mal. Warte mal, Sada. Hat der mich erschrocken? Wo ist er denn? Ach hier. Du guckst ja richtig in unsere Richtung. Du hast Hunger, Kann ich jetzt gucken? Schön. Sieht uns nicht. Der hat uns bestimmt gesehen, nur keine Lust. Jetzt gucken wir Giraffen, okay? Ja, wir kommen gleich zu den Giraffen. Da ist der. Er läuft. Er läuft. Kommt er nicht zu uns? Conny, hier ist Benjamin Blümchen. Sieht man das überhaupt in der Sonne? Ich habe jetzt mal das Fenster aufgemacht. Sorry, wenn das jetzt so wackelige Aufnahmen sind, aber. Jetzt. Ruf. Merman! 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 Merman oder keine Ahnung, wer das auch ist. Das ist von dem Merman. Film Madagaskar.
Diese eine Giraffe, die heißt ja auch Merman und sie glaubt jetzt, dass Merman. Das Merman ist. Merman! Merman! Und da hat sogar geguckt. Oha! Ruf mal ihn selber, bitte. Da ist eine Marti. Le Marti. Ich gehe dahin. Ich versuche mal die. Wasserrutsche ist das. So, Wildgehege sind wir jetzt, glaube ich, durch. Also, der Park, das war's jetzt. Meine tut jetzt so, als ob sie hier Bloggerin wäre. Hier Giraffen. Genau. Darf ich auch was sagen? Auf jeden Fall war es das jetzt und ja, jetzt ist hier der Parkplatz. Oh Mann, ey. Und jetzt versuche ich alles zu filmen, was es da an Attraktionen gibt. Afrika-Theater, hier ein kleines Bootsfahrt. Also auch wirklich, glaube ich, ganz viel für die Kleinen dabei. Ich wollte gerade hier eine Achterbahn fahren. Ich glaube, es geht los, Achterbahn. Das wollen wir fahren, Zada. Wollen wir das fahren? Ja. Ja? Das ist schön. Cool. Noch sind wir am Boden und gleich geht's hoch. Ich glaube, das wird noch schneller. Cool! Oldtimer-Fahrt. Jetzt die ganze Zeit auf diesem Wasserspielplatz, der richtig schön ist übrigens. Und ich glaube, da haben wir jetzt erstmal die meiste Zeit verbracht. Jetzt sind wir in so einer kleinen Lokomotive und gucken erstmal, dass wir vielleicht irgendwo was essen können. Ja. Bei dieser Mini-Achterbahn und was ich unmöglich finde, ist, dass es Eltern gibt, die nicht verstehen, dass unter 10 Jahren die Kinder nicht ohne Begleitung einsteigen dürfen und teilweise 6-Jährige einfach mitfahren wollen und das geht nicht. Also finde ich schade, dass das Personal schon manchmal so hart durchgreifen muss und echt laut werden muss, dass die Leute das auch verstehen. Wir sind jetzt hier am Essen, wir sind doch mit der Achterbahn gefahren, also mich mit Zada und ist auch nochmal mit dem Vater gefahren. Wir haben hier von der, also eine Moschee, hier ist, die haben hier Picknick, ich mache hier Picknick und die haben uns gesehen, haben uns dann zum Essen eingeladen und dafür sind wir sehr dankbar. Das war so schnell. Ja, Achterbahn war sehr schnell. Jetzt essen wir hier erstmal ein bisschen was und das Essen, ja, das Essen war ganz schnell da, ne? Genau. Ja, jetzt essen wir erstmal was und dann gucken wir, wie es weitergeht. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Es tut mir leid für das abrupte Ende, aber erstens hat mein Akku leider nicht mehr gereicht und zweitens waren so viele Kinder auf dem Wasserspielplatz, das konnte ich leider nicht mehr filmen. Ansonsten war ja wirklich nicht wirklich viel an Attraktionen da, aber es war trotzdem sehr schön. Für kleine Kinder ist es wirklich sehr schön geeignet. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und freue mich auf das nächste Video. Bis dann und tschüssi!